Okay, guten Morgen allerseits. Ich hoffe, es geht euch alle gut. Eine neue Woche, ein neues Wochenabschnitt. Gott sei Dank, Baruch Hashem. Diese Woche werden wir heute in diesem Abschnitt geht es um Tameh und Tahor, Reinheit und Unreinheit. Wir werden über die Unreinheit sprechen, die eine Frau bekommt, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, und auch die Reinigungsphase danach. Und hier erwähnt die Tora auch die Mitzwa, die Verpflichtung, einen neugeborenen Jungen am achten Tag seines Lebens zu beschneiden, Brit Milah. Dann beginnt die Tora, die Gesetze von Zaraat zu besprechen. Was ist Zaraat? Zaraat ist eine biblische Lepra. Lepra ist eine Hauterkrankung, bei der sich die Haut verfärbt und sich verändert. Es sieht schrecklich aus, eine schreckliche Krankheit. Wie bekommt man diese Krankheit? Es gibt bestimmte Sünden, die diese Krankheit verursachen. Ein Beispiel ist Lashon Hara, auf Deutsch üble Nachrede, wenn man etwas Schlechtes oder Böses über jemanden sagt. Alle Details und alle Einzelheiten werden wir im heutigen Abschnitt sehen. Fangen wir gleich an. Parshat Tazria, Wochenabschnitt Tazria im Buch Levitikus, Kapitel 12, Vers 1. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Und Gott sprach zu Moshe und sagte, דבר אל בני ישראל, פרס 2, לאמור, אישה כי תזריעה וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כי מי נידת דותה תטמא. שפריס צו דן קינדן ישראל סונזאגה, ואין אנה פראו ואין מן אין קינד צו ולט ברינג. Wird die Frau 7 Tage lang tamme, unrein sein? Rashi sagt dazu, warum kommen gerade jetzt die Gesetze der Unreinheit einer Person? Weil, ob ihr euch gut erinnert, letzte Woche haben wir die Reinheit und Unreinheit der Tiere besprochen. Und genauso wie die Tiere in der Schöpfung vor den Menschen kamen, so genau auch in der Tora als erstes kommen die Gesetze der Tiere, des Tieres von Unreinheit, und dann kommen die Gesetze von Menschen. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er als erstes die Tiere erschaffen und dann nach die Menschen. Also jetzt kommen die Gesetze von Menschen nach den Gesetzen von Tieren, die wir letzte Woche besprochen haben. Okay, jetzt kommt eine der Quellen in der Tora für Brit Milah, die Beschneidung eines neugeborenen Jungen am achten Tag seines Lebens. Vers 3. Und am achten Tag, Uba Yoma Shmini Imol Besar Olato, soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Okay, jetzt zurück zu den Gesetzen von einer Frau, die ein neues Baby hat. Wie in Vers 2 gesagt, sie ist 7 Tage unrein und am siebten Tag muss sie sich in der Mikwe im Ritualbad eintauchen. Dann haben wir gesagt, am achten Tag für einen Jungen muss man eine Beschneidung, eine Brit Milah machen. Was kommt danach? Vers 4. Ushloshim yom ushloshet yamim teshev bidmei tahara bechol kodesh lo tigav el amigdash lo tavo ad milot imei tahara. Und danach 33 Tage wird sie im Blut der Reinheit bleiben. Das heißt, sie ist schon rein. Sie hat 7 Tage gewartet. Sie ist rein. Aber es gibt noch für sie 33 Tage so eine komplette Reinigungsphase. Was kann sie jetzt immer noch nicht machen, obwohl sie eigentlich rein ist? Sagt uns die Tora weiter, sie soll nichts Heiliges, also vom Tempel, berühren und das Heiligtum, den Tempel, nicht betreten, bis die Tage ihrer Reinigung abgeschlossen sind. Also 40 Tage nach der Geburt ist alles okay, sie ist clean, sie hat ein komplettes spirituelles Detox gemacht. Aber das ist nur nach 40 Tagen, also 7 Tage wirklich ist sie unrein, danach Mikwe und danach 33 Tage soll sie warten, sie soll gar nichts Heiliges berühren, aber dann ist sie rein nach 40 Tagen, sie hat ihren Detox gemacht, sie ist rein und jetzt kann sie den Tempel betreten und heilige Sachen berühren und so weiter. Okay, das alles war bei der Geburt eines Jungen. Die Frau ist unrein 7 Tage, danach im Mikwe im Ritualbad eintauchen, nochmal am 8. Tag Brit Milah, Beschneidung und dann noch 33 Tage Detox und back to normal, sie ist wieder rein. Bei einem Mädchen funktioniert es ein bisschen anders, wie wir jetzt gleich in Vers 5 sehen werden. Vimne kevate leet vet am aschu. Chuayim kenidata veshishim veshashet yamim teshevat metara. Und wenn die Frau einen Mädchen zur Welt bringt, wird sie 2 Wochen lang unrein sein, also nicht eine Woche wie beim Jungen, sondern 2. Und danach muss sie 66 Tage, also 2 Monate und 6 Tage, also das Doppelte. Beim Jungen musste sie nur 33 Tage warten. Bei einem Mädchen sind es 66 Tage, dass sie im Blut der Reinheit bleiben muss. Wie gesagt, sie ist schon rein, aber sie muss nur noch so eine Reinigungsphase, ein Spiritual Detox machen. Okay, und was passiert danach? Vers 6. Ubim lotimei Torah,
לבן או לבת תביא כנס בין שנתו לעולה, ובן יונה אותו לחטאת אל בית החול מועד אל הכהן, ובן דיטאג איירה רייניגון פול אנדרצינד, אופפר אינן זון עודה פיינן תוכתה זולזי אין אינירי גשף את פרנט אופפר ואין יונגה טאובה oder eine Turteltaube als Sündopfer bringen. Also jetzt, bevor alles wirklich vorbei ist, muss sie noch zwei Opfer bringen. Einen Brandopfer und einen Sündopfer. Diese zwei Opfer sollte sie zum Eingang des Tempels, zum Kohen, zum Priester bringen. Vers 7, wie Kivoli flernt, und ein Wichibera levetara, nime koda mea zot, torata eledet, lezacha ula nekeva. Und der Kohen wird es vor Gott auf dem Altar opfern und es wird Sühne für sie machen und sie wird von ihrer Unreinheit endgültig gereinigt. Gott sei Dank, Baruch Hashem, alles ist gut. Das waren die Gesetze von einer Frau, die einen Jungen oder einen Mädchen zur Welt bringt. Sie wird unrein danach für 7 Tage, danach in Mikwe, 33 Tage oder 66 Tage bei einem Mädchen und dann ist alles gut. Aber warte, alles sehr gut und schön. Die Frau muss ein paar Opfer bringen, Schafe und Tauben. Sehr gut, aber ein Problem. Schafe sind richtig teuer. Richtig teuer. Habt ihr schon mal versucht, ein Schaf zu kaufen? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann euch sagen, es sind gut ein paar tausend Euro. Nicht jeder kann sich sowas leisten. Okay, dann was tun, wenn man sich sowas nicht leisten kann? Und damals gab es keine Kreditkarten, alles war mit Cash. Also richtiges Geld. Dann was tun? Keine Angst, es gibt dafür eine Lösung. Vers 8. ואם לא תמצא ידע די סר ולקחה 2 תורים או 2 בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. Und wenn die Frau sich kein Schaf leisten kann, es ist zu teuer, soll sie einfach 2 Turteltauben, Tauben oder 2 junge Tauben nehmen. Das sind noch kleinere Tauben. Eine Taube sollte als Brandopfer sein und das andere als Sündopfer. Und so funktioniert es auch. Der Kohen, der Priester, wird es auf dem Altar bringen und für sie Sühne machen und sie wird komplett tahor rein werden. Okay, das war das erste Teil dieses Abschnitts. Jetzt weiter zum zweiten Teil, Zaraat. Diese schreckliche Hautkrankheit, dass man als Strafe für eine Sünde bekommt. Okay, neues Kapitel, Kapitel 13, Vers 1. Weil der Mera Donai Moshe ve'el Aaron lemor. Und Gott sprach zu Moshe und Aaron und sagte, Vers 2, Adam ki yeh be'o besaro set o sapachat o beheret, v'ayah be'o besaro lenega Zaraat, ve'uva al Aaron ha-Kohen o al echad mibanav ha-Kohanim. Wenn eine Person auf seiner Haut eine Schwellung, einen Ausschlag oder eine Verfärbung hat, also alle Symptome für Zaraat, sollte er nicht zum Dermatologen gehen, sondern er sollte sich beim Priester Aaron oder einem seiner Söhne melden und die Kohanim werden ihn einen Test für Zaraat, für Lepra machen, wie wir jetzt in Vers 3 sehen werden. Wäre A, Kohen, der Neger, Bauer, Besar, Besar, Benega, Fach, Lavan, Umare, Neger, Amok, Bauer, Besar, Neger, Zaraat, Hu, der Kohen soll die Schwellung auf seiner Haut betrachten. Und wenn die Haare auf dem betroffenen Teil seines Körpers weiß geworden sind und wenn die Schwellung auf seiner Haut tiefer ist als die Haut selbst, das heißt, es gibt die Haut und die Schwellung ist tiefer, das ist definitiv Zaraat. Er wurde positiv getestet und dadurch wird er unrein. Vers 4. Wie ihm bei Eret Levanai, hi, bei Obes Arov, Omek, in Mare, Mina, Ovus, Yara, Loa, Fach, Levan, Isgira, Kohen, Eta, Nega, Shivat, Yamim. Aber wenn es sich um eine weiße Verfärbung auf seiner Haut handelt, aber es ist nicht tiefer als die Haut selbst und die Haare sind nicht weiß geworden, dann ist es wahrscheinlich kein Zaraat, weil die 2 Symptome für Zaraat sind, es sollte tiefer als die Haut sein und die Haare sollten weiß sein. Das ist kein Zaraat, weil so war es nicht. Aber trotzdem muss die betroffene Person sich 7 Tage lang isolieren, also Quarantäne, Quarantine, sehr ähnlich an die heutigen Zeiten. Man sagt auch, wenn jemand Symptome hat, aber wurde negativ für Corona getestet, sollte er trotzdem extra vorsichtig sein und nicht nach draußen gehen. Hier ist es genau dieselbe Geschichte. Diese Person hat Symptome von Zaraat, aber wurde negativ sozusagen getestet, aber trotzdem sollte er sich 1 Woche isolieren und gucken, was passiert. Und was passiert wirklich danach? Wäre auch ein Kohen bei Yom HaShvi'i, wie in der Neger Amad bei Nav, lo passa ein Neger bei Orvis, gero ein Kohen, schwat er mit dem Vers 5. Und am 7. Tag geht er zurück zum Kohen. Er hat 1 Woche gewartet, jetzt geht er zurück zum Kohen. Und der Kohen wird ihn nochmal untersuchen. Wenn gar nichts sich verändert hat, dasselbe Status wie vorher, sollte er sich noch 1 Woche isolieren. Also 2 Wochen Quarantäne, wie das alle kennen.
Vers 6, wenn a Kohen und Tobi, ja, man schwie ich.